Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute starten wir eine neue Serie und zwar wir werden alles, was sozusagen uns Cake DeFi an Rewards bringt, werden wir in Stockpools compounden. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute starten wir durch. Heute ist das erste Video, die erste Woche im Jänner und ich habe das Ganze als Anlass genommen, um zu compounden und zwar alles, was aus Cake DeFi rauskommt, wird in Cake DeFi wieder reingesteckt und zwar für ein komplettes Jahr einmal, um zu schauen, was da rauskommt und wie sich das Ganze verändert. Ich habe jetzt vor, alles, was rauskommt, ich habe schon mal ein Update gebracht, was ich jetzt sozusagen von der DeFi-Chain sozusagen kriege an Rewards und was Cake DeFi so bringt. Genau, und für mich persönlich, da ich, wie gesagt, auch Cake DeFi in der Richtung unterstützen will, da ich finde, die Plattform hat vor allem ein extremes Wachstumspotenzial, vor allem was auch angekündigt worden ist, dass auch andere Chains und andere Protokolle integriert werden, ist das auf alle Fälle eine coole Sache, wo ich dabei sein will. Deswegen werde ich jetzt so machen, dass ich alles, was sozusagen von Cake DeFi rauskommt, egal ob es ein Freezer ist, Staking oder aus den Referral Boni kommt, wird alles sozusagen gecompounded. Das ist alles ein bisschen schwieriger, da man das ja ein bisschen gesplittet kriegt, aber den Großteil DeFi zum Beispiel, weil DeFi auf die Light Wallet schicken, das Ganze in splitten und dann wieder zurückschicken. Bleibt im Moment nichts anderes übrig. Und was die Bitcoin angeht, die Bitcoin könnte man auf KuCoin schicken, in Litecoin tauschen, wieder zurückschicken, die Litecoin auf die Lite Wallet umtauschen, 50-50 und wieder zurück. Ich habe das jetzt einmal gemacht, die Transaktionsgebühren sind relativ hoch. Das heißt, zum größten Teil werde ich es wahrscheinlich mit die DeFi mal machen und dann schauen später, wenn der DBTC sozusagen das Ganze einmal geklärt ist, alles wieder easy ist, dann werde ich das mit den restlichen Bitcoin einfach machen und fertig. So, wie schaut das Ganze aus? Das Ganze wird in einer Excel-Tabelle wieder mal eingetragen. Ich habe jetzt einmal bis August geschrieben, aber geplant ist einmal das ganze Jahr und natürlich auch weiter, wenn die Renditen gut sind, warum auch nicht. Genau, das heißt, wir haben in dieser Woche jetzt ca. $460 Einnahmen bekommen. Super coole Sache, also fettes Danke an dieser Stelle nochmal. Und wir haben den Pool jetzt schon mal auf $382 sozusagen aufblasen können. Da sehen wir dann auch, was man pro Monat sozusagen was rumkommt und wie sich das Ganze auch verändert. Vielleicht machen wir da nur prozentuelle Veränderungen, auch nur einer. Die Tabelle wird sich wahrscheinlich dann auch ein wenig verändern über Zeit. Genau, aber das kennt ihr ja schon, ich habe ja schon einige Tabellen immer wieder mal angepasst und so weiter. Gut, das war's soweit, das ist einmal der Plan, das heißt, alles was rauskommt, wieder reinkompounden, dass wir hier diesen Liquidity Mining Anteil einfach größer kriegen. Im Moment, wie schaut es im Moment aus? Wir sind jetzt im Moment im SPY Pool, das heißt S&P 500 wird aufgebaut, $382 im Moment, alles wunderbar. Und genau so werden wir das jetzt auch durchziehen. Gut, das war's für das Video. Auf alle Fälle ungefähr jeden Sonntag, Montag oder was gibt's immer das Update, wie es ausschaut und schauen wir mal, wo wir das ganze Jahr so hinkommen, wenn wir alles compounden, was wir so kriegen. Geplant ist natürlich auch, dass wir dann zu gewissen, es wird wahrscheinlich zum größten Teil alles reinvestiert, aber ein Teil werden wir auch zurückhalten. Eventuell auch für die Community, dass man zum Beispiel bei den nächsten Milestones und so weiter, wenn wir wieder 1000 Abonnenten mehr haben oder sowas, dass wir eine Verlosung machen, wo vielleicht 3 bis 5 Leute was kriegen können oder sowas. Genau, dass man das ein bisschen, dass man auch dann ein bisschen was zurückgeben können. Genau, das ist einmal das Projekt. Volle Fälle bin sehr gespannt, was da in einem Jahr rumkommen kann, wenn wir volle Fälle sehen. Und ja, lasst mir gerne wissen in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst meinen Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.